Platten. Schaut ein bisschen aus wie eine Mischung aus Tennis und Squash. Und ich bin jetzt hier in München auf einer Paddelanlage und lass mir das mal zeigen, weil das eigentlich ziemlich interessant ausschaut. Na, dann probiere ich das mal aus. Hi. Grüß dich. Hast du schon mal Padel gespielt oder was Ähnliches? Nee, noch gar nicht. Okay, dann machen wir mal eine lockere Stunde draus. Ja, cool. So, das hier ist ein Padelschläger. Hier ist eine Schaufel dran. Einfach mal reinfassen und anpacken. Okay. Sonst verlierst du den Punkt. Alles klar, ja. Probier's mal. Patrick lässt mich erstmal ein paar Bälle jonglieren, damit ich ein bisschen Gefühl für den Schläger kriege. Padel stammt ursprünglich aus Mexiko, wo ein Tennisspieler immer mit der Wand gespielt hat. Und seitdem hat es sich schlagartig in Lateinamerika und Spanien verbreitet. So, versuch mal den Schlag. So, mal schauen, wie das mit der Wand klappt. Das war schon mal sehr gut. Probieren wir jetzt mal ein Barwechsel zu spielen. Ja. So Sandra, für das erste Mal war das sehr gut. Musst du gucken, dass du mal vor dem Körper triffst und schön durchschwingst. Ansonsten war das sehr gut. Ja, cool. Ja, mit ein bisschen Übung schaut das ja gleich besser aus. Boah, das ist sau anstrengend. Aber ehrlich, das macht auch mega Spaß. So, und ich spiele jetzt noch ein bisschen weiter. Padel ist echt schnell zu lernen und hat mir jetzt auch in der ersten Stunde schon richtig viel Spaß gemacht. Ich komme auf jeden Fall nochmal her.